Yo, servus liebe Leute und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen jetzt hier The Great Fleece. Das Spiel gibt es nämlich gratis für die PS5 seit heute im PlayStation Store. Keine weiteren Stacks, nur PS5. Und das Ganze hat auch keine Platin und nur insgesamt 5 Trophäen. Aber hey, mein Gott, es ist umsonst. Meine Mutter hat immer gesagt, einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Also von daher, wie gesagt, 5 Trophäen. Roundabout dauert das Ganze hier 3 Minuten maximal. Wir müssen das Spiel in unter 2 Minuten durchspielen. Das gibt eine Goldtrophäe, in unter 4 Minuten gibt eine Goldtrophäe. Es wird sich bedankt, dass wir gespielt haben. Es gibt eine Goldtrophäe. Aber zu Beginn holen wir jetzt als allererstes hier mal die erste Trophäe. Denn wir müssen uns von einem Wachmann oder einer Kamera erwischen lassen. Um euch zu bewegen, ist so eine Art Point and Click, braucht ihr den linken Analogstick und den X-Button. So, jetzt haben wir hier die Trophäe Busted erspielt. Wie gesagt, erwischen lassen von entweder Kamera oder Wachmann bietet sich direkt zu Beginn an. Dann machen wir einen Restart. Wie gesagt, ihr müsst euch beeilen, das Spiel muss unter 2 Minuten durchgespielt sein. Folgt meinem Weg und dann sollte das eigentlich kein Problem sein. Zuerst geht ihr jetzt mal hier hinter diesen Schaukasten und dann werft ihr eine Münze mit dem Kreisbutton. Auch das gibt eine Trophäe, eine Bronze. Da ist er auch. Und dann bewegen wir uns hier weiter. So, hier jetzt auch, ne? Wenn der da oben, der geht jetzt hier so rum, dann können wir hier runter, der andere geht auch wieder zurück. Macht es einfach genauso, wie ich es hier euch zeige und dann solltet ihr, wie gesagt, absolut keine Probleme haben, das Ganze eigentlich in unter 2 Minuten direkt hier zu meistern. Hier müsst ihr jetzt halt ein bisschen aufpassen, ja, hier müsst ihr kurz bei dem Pfeiler warten, aber wenn möglich ein bisschen hinterm Pfeiler, sonst kann es passieren, dass die Kamera euch sieht, ne? Der Radius ist ja gut erkennbar durch die grüne Farbe der Kamera. Ja, da dürft ihr natürlich nicht reinkommen. So, jetzt müsst ihr hier bei diesem Wachmann, der schläft, da müsst ihr eine Karte klauen. Und danach müsst ihr euch sofort wegbewegen. Denn die Kamera, ihr seht, ich warte hier ganz kurz. Ich warte, bis die Kamera auf dem Wachmann drauf ist. Und dann bewege ich mich gleich jetzt sofort hier los. Das mit der Karte macht er im Prinzip automatisch, aber jetzt kommt hier so eine kleine Sequenz. Die Kamera schwenkt aber in der Zeit weiter, das ist halt das Problem. Werdet ihr jetzt sehen und da kommt die direkt zurück, direkt aus dem Radius raus, sonst werdet ihr erwischt. Dann müsst ihr einfach nur noch da hoch zu der Doppeltür gehen und dann ist das Ganze hier an der Stelle auch schon zu Ende, liebe Leute. Ja, wie gesagt, das Ganze gratis, mein Gott, nimmt's mit. 3 Goldtrophys, 2 Bronze. Kann man eigentlich nicht nein sagen. Und damit, ja, war es das eigentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hat euch das Video gefallen, dann lasst mir gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut und Servus.